Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV für die Oberpfalz. Heute befassen sich die bayerischen Abgeordneten mit einer Gesetzesinitiative gegen Mietwucher. Immer wieder sorgen Schrottimmobilien für Schlagzeilen, wenn sie zu Wucherpreisen vermietet werden. Kann denn ein Gesetz gegen Mietwucher Abhilfe schaffen? Also ein Gesetz, in dem zum einen der Mindestwohnraum pro Person geregelt ist und zum anderen die Grundversorgung mit Strom und Wasser gewährleistet wird. Ob es gänzlich Abhilfe schaffen kann, kann man natürlich nicht sagen, aber was man schon sagen kann, ist, dass es ein Fehler war, das Wohnraumaufsichtsgesetz abzuschaffen und dass es jetzt die Notwendigkeit gibt, wieder ein entsprechendes Gesetz zu schaffen, ganz einfach, um den Behörden die Möglichkeit zu geben, einzuschreiten, dann, wenn Schrottimmobilien vermietet werden zu irren Preisen. In der Regierungsfraktion setzt man dagegen auf eine andere Lösung. Wir brauchen nicht ein Mehr an Gesetzen, sondern wir brauchen die konsequente Umsetzung bestehender Gesetze. Hier haben die Kommunen, die Landkreise, aber auch der Staat genügend Möglichkeiten über das Landesstraf- und Verordnungsgesetz, über das Baugesetz, aber natürlich auch über das Strafrecht einzuwirken und hier Missstände konsequent abzustellen. Einige von uns fühlen sich durch EU-Vorschriften bevormundet. Andere dagegen schätzen einheitliche Standards und sinnvolle Vereinfachungen. So soll es zum Beispiel bis spätestens 2017 für alle Handys ein einheitliches Ladegerät geben. Stellt sich die Frage, werden Verbraucherrechte eigentlich durch EU-Gesetze gestärkt oder profitieren eher andere davon, zum Beispiel Lobbyisten? Ich glaube, wenn man ehrlich bilanziert, wird man feststellen, dass die Verbraucher von den verschiedenen Regelungen, die auf EU-Ebene in den letzten Jahren getroffen worden sind, durchaus profitieren. Das geht von den Möglichkeiten des Widerrufs bei Online-Geschäften bis hin zu den Rechten von Flugpassagieren und vielen anderen Dingen. Europa muss zudem zurückkommen, dass es sich nur um die großen Dinge kümmert. Die Dinge, die alle Menschen in Europa bewegen und beschäftigen. Die kleinen Dinge können wir vor Ort besser regeln. Wir stehen hier ganz klar für mehr Subsidiarität, für die Subsidiarität im Raum und dass wir an bayerischer Ebene das regeln, für das wir da sind. Europäische Verbraucherfragen finden hier im Plenum also unterschiedliche Antworten. Ein eigenes Bild dazu können sich auch hier im Landtag hunderte bayerische Schüler machen, denn die diskutieren am Freitag beim Europäischen Jugendforum mit unseren Abgeordneten. Und das war's schon wieder von Plenum TV für die Oberpfalz. Liebe Zuschauer, in 2 Wochen sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, servus, machen Sie's gut.